Nur die Frauen sollten eigentlich mehr verdienen als die Männer, weil die Frauen viel, viel mehr Wohnen machen. Wir putzen, wir kochen und die Männer kommen nach Hause und tun so, als wären sie total fix und fertig. Quatsch, ich muss mit meinem Mund rausgehen. Ich bin Simon Wuppelet, hallo. Beck wegen Nürburgring-Desaster in der Kritik. Nach dem neuesten Bericht über abgelehnte Rettungsbeihilfen für den Nürburgring fordert die rheinland-pfälzische FDP Konsequenzen von Ministerpräsident Kurt Beck. Er müsste für sein Scheitern und den enormen Schaden, den er den Ländern zugefügt habe, die politische Verantwortung übernehmen und zurücktreten. Nach Informationen der Rheinzeitung soll die EU-Kommission Beihilfen für den Nürburgring als unzulässig abgelehnt haben. Der Ring wäre damit pleite. FDP-Landeschef Volker Wissing sagte uns: Das ist ein Schock für Rheinland-Pfalz. Das Land ist damit von der SPD-Regierung an die Grenze des Ruins geführt worden. Hunderte Millionen drohen jetzt in der Insolvenzmasse unterzugehen. Das Geld fehlt an Schulen und Hochschulen. Chancengerechtigkeit in der Bildung ist ausverkauft worden. Das ist ein Skandal ohnegleichen. Karstadt-Mitarbeiter informiert. Karstadt-Chef.